Gute, meine Freunde, und willkommen zu der Hand. Lach nicht nur, weil ich jetzt zum fünften Mal aufnehme, du Arschloch. Ja, ich versuche die Maustaste nicht zu drücken, ja. Willkommen zurück zu der Hunter nach langer Abstinenz. Haben wir uns zurückgewagt nach Red Feather Falls und werden diesmal auf Bärenjagd gehen. Mitarbeiter Don in Frauengestalt lässt sein Inneres endlich mal nach außen. Und der Master. Ja, Mob wird auch noch zu uns stoßen, vielleicht irgendwann im Laufe des Abends betrunken. Auch dies wäre möglich. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir Bären erlegen können. Ja, wir grüßen. Ich heute in Frauengestalt, weil ich muss weibliche Pheromone versprühen, damit männliche Tiere kommen natürlich. Hallo Mob? Hallo. Ah, ich nehme gerade auf. Ist dir klar, oder? Ah, nein. Ich bin in dem Aufnahme-Channel gelandet. Huch, wie konnte das nur passieren? Ja, dann kannst du ja joinen und dann werden wir gleich gemeinsam auf Bärenjagd gehen. So zwischendrin mit dabei, Karampine 98, die alte Saubremse. Und was habe ich noch dabei? Ach hier, Vorderschaft Repetierer, das gute alte Stück. Darauf kann man sich immer verlassen. Falls ich nochmal irgendwie so einen Hirsch finde, dann kann ich den damit auch gleich noch erlegen. Und dann hoffe ich, dass wir gleich erfolgreich sind und das Mob irgendwann mal auf diesem Server erscheint. Weil wir ja schon jetzt, glaube ich, so eine halbe Stunde auf ihn warten. Was ist das denn für eine lange Knüfte? So, wir haben uns jetzt drauf geeinigt. Wir schießen scheinbar auf alles. Wir zählen für uns selbst aber nur die Bären. Wir haben uns in Teams aufgeteilt. Ich bin hier mit Master unterwegs. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Auch auf Bären, kann das sein? War ich da auch mit Master unterwegs? Oder mit Mob? Nein, da war ich mit Master, glaube ich, unterwegs. Oder so, ja. Irgendwie in die Richtung war es. Stimmt, ich glaube, ich war mit Techno. Ja, oder genau. Steve? Techno war auf jeden Fall dabei. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Oh, da ist der Bär! Nein! Das ist unglaublich, ey. Laufen direkt schon einmal weg. Ich könnte jetzt schon kotzen. Habe ich ihn erwischt? Oh, oh. So, das gibt keinen guten CSS. Er humpelt, Master. Ja. Finde ich gut, ey. Brauch schon mindestens 3 Schüsse für den Bären. Finde ich sehr gut. Boah, was für eine Reaktion. Ja, und ich wollte erzählen, wir haben jetzt auch gerade die erste Bärenspur so entdeckt. Hat sich erübrigt. Wenn es dasselbe war überhaupt. Natürlich war das ein Bär. Was soll das sonst gewesen sein, groß schwarz? Ein Wildschwein. Oh, ich glaube, der zweite Schuss hat nicht gesessen. Ein getierter Mob. Ah, normalerweise lasse ich mich ja nicht zu so dummen Schüssen hinreißen wegen der Nachsuche, aber im Wettkampf irgendwie verschwindet immer dieser Hintergedanke, ich bin ein guter Schütze, ich will gewinnen. Das ist ganz schrecklich. Ich muss mich deswegen auch jede Nacht in den Schlaf weinen. Ey Mob, wir dürfen nicht verlieren gegen den. Was heißt gegen den? Hallo? Zügle deine Zunge, Vibe. Speziell auf dich bezogen. Lass meine Frau in Ruhe. Oh, hier bin ich gerade über einen Pilz gelaufen, das habe ich gehört. Ja, wieso, bist du gewachsen und hochgesprungen dann, oder was? Ne, nicht lustig? Okay. Aber fast. Richtiger Schenkelklopfer wieder, ey. Nein, da ist er wieder. Junge, jetzt geht er voll ab. Weißwedel. Oh nein, ey. Ihr verballert euren CCS. CSS. Naja, das wird nur runtergehen, wenn er auch trifft. Es wird ja nicht mal angezeigt, dass er überhaupt drauf schießt. Ich weiß nicht, wo er da gerade ab. Oh, das Vieh will nicht verrecken. Schuss Nummer 5. Ach du Scheiße. Das ist, glaube ich, so das peinlichste Hunter-Video, was wir jemals gemacht haben. Vor allem im Laufen habe ich eben noch geschossen. Ich bin im Counter-Strike-Modus. Ganz fatal. Mob, wir müssen uns ein bisschen weiter nach Norden ausrichten. Gehst du weg von meinem Kadaver? Oh, was schreit dort? Ein Wapiti. Ich bin auf den Score gespannt. 31 für Mob. Ja, ich habe tatsächlich nur einmal getroffen. Der erste war aus 90 Meter in den Körper.
Und der andere war linkes Vorderbein, Schulterblatt und dann dritter Halswirbel. Also ein richtig guter Treffer. Ich verbessere dich schon umgehen, aber dann hast du zweimal getroffen. Ja, richtig, genau. Schießt da einfach einen Bären zum Krüppel. Cola? Nein. Nein? Was hast du denn geschossen? Hast du gerade daneben geschossen? Nee. Armbrust. Hast du ihn erwischt? Ja. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Das sah so aus, als wäre er nicht umgekippt. Ja, ruft schon wieder irgendwas. Körper, rechte Lunge, Leber, Eingeweide, Magen. Na süße, geht doch. Kannst das besser als ich. Aber immer noch nicht der 14er, den ich brauche. Ich hab hier einen Elch. So, Master. Sind wir hier noch richtig in dem Gebiet oder möchtest du gerne woanders hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier Richtung Fluss, Richtung das Zelt. Mhm. So hat mich auch gewundert, dass wir hier auf den Bären gestoßen sind. Das ist eigentlich total unüblich. Ja, die wandern manchmal von dort runter. Ich meine, wir waren ja so hier weg am Schießstand. Stimmt, und ja. Da hinten gibt's mein Hirsch. Das ist die Schatte. Ich ruf mal. Ja, call's mal ran. Ich meine, wir sind zwar auf Bärenjagd, aber wir sind halt auch im absoluten Wapiti-Gebiet, ne? Ich glaube aber, da vorne steht schon wieder ein Bär, oder? Never. Der reagiert nicht mal. Nee. Hat er sich jetzt nicht gerührt, oder wie? No thing a fuck was given that day? Nee. Er steht noch. Er dreht sich einfach um, ja, okay. Sprich zu der Hand. Okay, jetzt dreht er. Kommt er in unsere Richtung? Nee, geht in den Wald. Ja, call nochmal. Hier am Fluss um die Uhrzeit hast du eigentlich immer alles voller Wapitis. Bei mir ist es gesagt, mit der Waffe verblutet alles. Ja, wenn man es richtig trifft. Ist aber tatsächlich so, wenn du irgendwas mit Bogen oder Armbrust anschießt, das stirbt irgendwann. Egal, wo du triffst. Ja, das dauert aber auch schon mal ziemlich lange. Ja. Das kannst du haben. Glück läuft der nach Norden. Tja, da hatte ich keine Lust. Weg? Hat sie verzogen. Ja, gut. Dem stiefeln wir jetzt nicht hinterher. Dann lass uns weitergehen. Wir bleiben fokussiert. Zeig mir mal auf der Karte hin, ungefähr willst du dann. Und der nächste Wapiti ruft nach uns. Oh, der antwortet aber. Das sind mehrere. Es kann aber nur einer auf den Hochsitz, richtig? Ich glaube. Ah, ich glaube, mein Tarnzelt steht hier noch rum, oder? Von unserer Wildwestjagd. Ja, da drüben. Ja, dann lass uns doch das anpeilen. Dann call nochmal da, wo du jetzt stehst und versuchen wir die mal dahin zu locken. Oh nein, ich habe versagt. Irgendwas steht da auch im Wald. Weibliches Wapiti oder Schwarzwedelkuh. Ich glaube, es ist aber weibliches Wapiti, oder? Ja. Du saßt auch mit mir im Zelt, ne?
bei unserer letzten Jagd. Ja. Der Kreis schließt sich. Ich hatte damals die Nebelmaschine dabei. Ja, stimmt. Wir haben im Vorderlader geschossen. Da hat man dann so original nichts mehr gesehen. Ich glaube, du hast vorhin eine andere Jagd gemeint, als ich meinte. Das ist möglich, keine Ahnung. Überall kommen die Wapitis hier aus dem Wald. Die reizende Invasion. Ich lege nochmal ein bisschen Geruchsreduzierer nach. So, ich ruf nochmal. Oh, ich hätte das Zelt fast abgebaut. Der Reflex war da. Ich finde es toll, wie das halb in der Luft steht. Psst. Keine Kritik. Haben die neue Rufe gekriegt, die Wapitis? Oh, genau. Da kommt er. Oh, nee, doch nicht so toll, das Geweih. Oh, da kommen ja noch viel mehr. Ach du Scheiße, sind das viele. Abenteuer Dauerfeuermaster. Ja, warte mal. Ja, lass es schön rankommen. Das da mit dem größten Geweih gehört mir. Halt. Bitte sag mir, dass du eine Armbrust dabei hast. Ja. Guck dir mal das Viech an, was da gerade aus dem Wald kommt. Ach du Scheiße. Das könnte der 14-Endo sein. Was gibt's denn nicht, oder? Und ich endlich mal die scheiß Mission komplett. Ja, dann Corsa ran. Oh, da hinten kommt noch mehr, guck doch mal. Mein Rapid hier hab ich aufgegeben, ich weiß wohin der ist. Ich hab Spur verloren. Vor allem alle männlich. Ja, was ist hier los? Ich glaube, wir haben gerade den lokalen Schwulenclub gefunden. Und als braver CSU-Wähler können wir das nicht tolerieren. Boah. Ja, Mob, ist mit rumgekleckerst du dich ja gerade nicht, ne? Nee, muss ich zugeben. Was ist denn mit dem Riesengeweih hin? Warum hast du nicht geschossen? Kein Bogen dabei. Oh, der eine ist schon relativ nah, Master. Wann kannst du schießen? Mhm. Notfalls in die Armbrust, aber dann rennen die, glaube ich, auch alle weg, oder? Also ich nehme den vorne, wenn es sein muss. Oh, da ist er mit dem Riesengeweih. Da kommt er. Das ist das Wichtigste. Bist du soweit, Master? Ja. Okay. Schießt du zuerst. Ach, nee. Hab ich keinen guten Schuss hingekriegt, aber auf ihn. Ach, von hinten ist auch doof. Das bringt nichts. Aber es war jetzt wichtig, dass du den Großen auf jeden Fall kriegst. So ein Riesenvieh habe ich ja noch nie gesehen. Ah, der vorne, der war so klein vom Geweih, das hat sich einfach nicht rentiert. Da dachte ich, krieg vielleicht den hinten. Ah, der ist natürlich genau in dem Moment dann verschwunden hinter so einer Felskuppe. Und jetzt ewige Nachsuche hatte ich keine Lust. Alter Falter. Mal einen Baumstamm. Boah, meine Fresse, Master, meine Fresse. Nicht schlecht. 63. Nicht schlecht. Und war es ein 14-Ender? Nee. Mein Gott, was ist das für ein Mutantenvieh? Ein 14-Ender? Keine Ahnung. Gut, dann weiter Richtung Nord. Nicht so viel gehuckt, die Bulli.
Haben die hier Fliegensounds eingeführt? Ja. Oh, das ist ja mega nervig. Ab dem Ankommen die mal. Boah. Kannst du bestimmt bald für 5 Euro Mückenspray kaufen? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Wie viele Viecher sind denn hier schon wieder am Rumstromern? Zu viele. Ich glaube, unser Geballer am Schießstand vorhin hat die alle angelockt. Ja, die fanden den 30-30 so erotisch. Ja. Hast du nochmal irgendwie was gehört, gesehen? Nur wieder die Crew. Meiner nimmt gerade harte Richtungswechsel vor. Oh, die Mückensounds. Grauenhaft. Ich hasse das auch, wenn du nachts im Bett liegst und dann kommt diese Mücke immer wieder an dein Ohr geschwirrt. Stech mich von mir aus, aber flieg mir doch nicht die ganze Zeit ins Gesicht, du Mistvieh. Oh, das ist so schrecklich. Ich glaube, ich habe ihn gesichtet. Aber ich glaube, er ist flüchtend. Wie hat der mich denn da jetzt gesehen? Der hat sich gewittert. Ich bin noch mit Duftreduzierer unterwegs. Ja, vielleicht hat er dich auch gehört, weil du wieder deinen Prickel der Busch-Anzug anhast und dann so raschelst. Das stimmt nicht. Ich laufe mir manchmal damit über die Füße. Tja, irgendwie, ich glaube, wir sind an ihm vorbeigelaufen, Master. An unserem Hirsch. Macht nichts, wir suchen ja eh Bären. Oder der ist jetzt mit der Alten beschäftigt. Ja, das kann natürlich auch sein. Die hat ja vorhin nach ihm gerufen. Nee, flüchtend ist er. Der hat uns, glaube ich, gewittert. Oder dich gehört, weil du hier... Ich lasse gerade hinter denselben herlaufen. Nee, kein Bär. Bei uns ist es ein Hirsch. Ich bin jetzt angeblich nah dran, aber ich sehe ihn halt auch nicht. Lustig wird's, wenn er dich zuerst sieht. Oh, ich hab hier einen Wapiti. 26 Meter vor mir. Ja, nimm doch die Armbrust. Aber ich hoffe für dich, du schießt gut, weil ansonsten haben wir auch die Nachsuche des Todes wahrscheinlich. Und? Oh, ich seh's. Oh, ist zusammengesagt. Gut gemacht, Master. Eingeweide. Dafür ist er aber schnell umgekippt. Ja, der Pfeil ist auch einmal durch. Ja? Okay. Ich hab ihn wirklich einschlagen gesehen. Hast du mit Leuchtspur oder? Nee, aber ich hab das halt einschlagen gesehen, wie das hochgespritzt ist. Ah, das war Mops. Echt? Ja, wir haben dein Vapiti gefunden. Geil. Schulterblatt hast du getroffen. Schön. Vor 20 Minuten. Kriegst du auch keinen bösen Brief von Doc, siehste. Deswegen hat er den Kopf so hängen lassen. Ja. Oh, da geht's schon weiter. Oh, ich will einen Bären, keine Wapitis. Naja, ob wir nochmal Glück haben, man weiß es nicht. Schlechte Nachrichten, wir sind hinten dran. Mob hat gerade einen Bären mit 50,1 erbeutet. Nein, das war der Don. Nee, Don, ja. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nachziehen und schleunigst einen Bär finden. Wie lange machen wir denn noch? Solange, bis wir wieder vorne liegen, ne? Ja. Ja, also noch ein paar Jahrhunderte.
Nee, ernsthaft, wie lange wollt ihr noch machen? Egal. Ich hab Zeit. Eine Stunde, eineinhalb? Ja, sag einfach mal eine Stunde. Okay, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt 53, also sagen wir mal bis 23 Uhr. Ja, das wären noch 7 Minuten, gut. Ja, stimmt, sorry. Also bis 0 Uhr. Ja, es ist spät, Entschuldigung, ich bin nicht ganz so fit gerade. Ich glaube, es wird Zeit für Bier oder irgendwas in der Art. Oh, Bärenspuren. Oh, Master. Es gibt heute doch Gulasch. Kinderarme. Ja, so sieht das aus, wenn der Bär einen Haufen legt. Kinderarme. Ja, mal gucken, ob wir das Vieh auftreiben können. Warum hat er denn nicht geschossen? Bist du gerade über den Bären gestolpert? Ja. Graf Don wurde angegriffen von einem Schwarzbär. Das lassen wir doch mal auf der Zunge zergehen. Jetzt ernsthaft? Ja, ja. Lest aber unten. Ich war gerade auf dem Desktop. Oder lies. Entschuldigung. Vor allem, ich habe ihn auch noch gehört und draufgezählt, aber irgendwie. Also nicht, hat er nicht geschossen. Jeder wird mal vom Bären gefressen in der Hunter. Ich noch nicht. Ja, du bist der Nächste. Pass nur auf, du. Mach's da links, 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 links. Bleib hier sitzen einfach. Ich glaube, der kommt auf uns zu. Scheiße, wo ist er hin? Der war da auf jeden Fall. Vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen außen rum gehen. Hier rechts hoch. Bekommen wir vielleicht nochmal Sicht. Ich warte eigentlich nur darauf, dass Don gleich irgendwo in die Luft schießt. Oder Mob. Da ist er. Sag mal. Was ist mit dem Vieh los? Tot. Ach, geht doch. Ja, ohne Scope ist echt schwierig auf die Viecher, weil du kommst einfach nicht nah ran. Ja, das ist der Bär. Ich glaube, es ist sogar derselbe, den ich gerade verfolgt habe. Ja, wenn gleich deine Spuren weg sind, dann lache ich. Ich habe nur gesehen, ich habe keine Spur. Oh. Nur der erste Wandtreffer. Boah, 102. Vorderbein, rechte Lunge. Nicht schlecht. Oh, dann müssen wir uns anhalten. Boah, dass die anderen beiden daneben gegangen sind, das ist ja ärgerlich. Aber gut, war ja auch eine gewisse Entfernung, ne? 60 Meter. Brille nicht auf, passiert. Und, Mob, hast du getroffen? Ich muss jetzt mal hinlaufen. Das ist ein gutes Stück gewesen. Na, hoffentlich nicht. Hast du einen anderen Berghang erwischt? Getroffen habe ich ihn. Körpertreffer oder hast du Lungenblut? Nein, Körper. Antworte nicht. So doof. Wieso? Da geht's weiter, Master. Links. Ist ja jetzt keine kritische Information.
wird dir definitiv verrecken. Lordmaster. Ja, was hast du getroffen? Eingeweide? Körper. Das kann dann halt auch Schulterblatt oder so sein, da rennen die Viecher ewig. Vielleicht läuft er uns ja jetzt in die Arme. Dauern. Das hast du gut gemacht, Mob. Jetzt mal. Nee, der Bär schlägt jetzt erstmal dann. Der ist irgendwo nach links unten hier gelaufen. Ja. Ist er flüchtend? Das weiß ich noch nicht. Oh, ich hatte glaube ich noch ein bisschen Zeit. Egal, nochmal drüber sprühen, was soll's, wir haben es ja. Oh, schöne Blutspur. Mhm. Sowas, Mob. Hast du unseren Bären angeschossen hier? Das verfolgt gar nicht. Jetzt verfolgen wir tatsächlich dasselbe Vieh. Ja, ich glaube, wir können die Spur vergessen, Master. Das ist ärgerlich. Hoffentlich läuft das Vieh jetzt hier gleich nochmal vorbei, dann setze ich nochmal den letzten Schuss drauf. Der letzte Schuss zählt ja. Richtig. Ja, einfach mal vorbeilaufen, einmal gegen treten, so oder so. Das wäre so eine richtig schöne Assi-Nummer. Nein. 62. Machen wir den höchsten oder summiert? Ja, summiert. Ist ja egal. Summiert, aber höchst haben wir ja trotzdem gewonnen. Bis jetzt haben sie definitiv den höchsten. Mhm. Summiert auch. Ja, noch. Ja, mal gucken. Ja, können wir jetzt Schluss machen. Ja, stimmt. Also eigentlich finde ich reicht's jetzt. Klingt da blöd. Zum Glück noch Blut gegriffen. Was? Zum Glück noch Blut gegriffen. So, es wird ein Stück gejoggt. Dann hol ich euch den nächsten vor der Nase weg, ihr Wichser. War der braun? Nee, war schwarz. War auch ein Schwarzbär. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Komm Moment, her, du Sau. Muss dich sichten. Halt's. Ich hab ihn. Nein. Oh, ein Schwarzwedel springt da noch durchs Bild. Schießen die Schweine da hinten einfach in die Luft, ey. Der bringt mich auf seinen Scheiß. Ist er geflüchtet oder ist er stehen geblieben? Nee, er ist stehen geblieben. Schade. Ich bin Single Focus given today. Wenn ich dir jetzt sag, dass der braun ist, dann... Ja, vielleicht. Ja, und ich habe das Gehirn getroffen, was so groß ist wie so eine Erdnuss. 24 ist echt ein bisschen mager, ne? Heute wieder als Kindermörder unterwegs? Tja, egal, besser als nix. Schießen, egal, schießen. Brauchst nicht zielen, einfach drauf. Sonst ist er weg. Nein. Nein. Es könnte aber gut sein, dass das unser Bär gewesen ist. Dort. Nice. Oh, was war das bitte für ein Schuss, Master? Mit Kim und Korn auf die Entfernung. Das war schon leicht lebensmüde hier. Oh, hat uns das den frühzeitigen Sieg beschert? Auf jetzt irgendwie CSS von 3. Hoffentlich 14. Ist der auch wirklich tot, Master, oder springt er mir gleich entgegen? Da hinten steht auch irgendwas rum noch. Tot spielt? Das machen die auch manchmal, da liegen die da einfach noch so ein bisschen rum. Entspannen sich, bluten. Wenn ich jetzt sage, ich sehe noch einen, glaubst du mir das?
Da ist der nächste Master im Wasser. Siehst du ihn? 188 Meter. Hast du einen Scope? Ja. Weißt du denn? Siehst du ihn nicht? Nee. Warte, ich markiere. Ach, da drüben. Kriegst du den? Ja, warte mal. Wo ist denn der, den ich eben erschossen habe? Ach, da. Liegt da drüben. Doch war nicht so tot, ne? Doch, doch, mausetot. Oh. Oh, 69. Dann. Ich muss leider gerade in eine andere Richtung einschlagen. Master, wo bist du? Hast du ihn? Ah, der rennt noch. Ja, ich sehe ihn. Tot. Tot, jawohl. Und der nächste. Perfekt. Oh nein. Den sammeln wir noch auf und dann machen wir uns ein Bierchen auf, ha? Liebe. Wie schmeckt das so? Niederlage? Verdammt. Wer meinst du, Mob? Das ist der Bär, den du gejagt hast, den wir jetzt aufsammeln. Der läuft straight in die Richtung. Das war auch nicht groß. Lebo. 30. Puh, ist ja nix. Ja, ich notiere. Ich habe. Ist die Munition nicht wert? War das deiner Mob? Ja. Hm, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt eure Kapitulation entgegen. Negativ. Okay, ihr bringt es bis zum bitteren Ende. Sicher, denkst du, wir hören jetzt auf, oder was? Ja, alles klar, ich bin gespannt. Oder warst du da jetzt irgendwie anderer Meinung dran? Ihr habt noch 20 Minuten. Nein, 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 wir machen noch weiter. Gut. Bin ich gespannt. Ein Abschuss reicht. Boah, ist das eng. Das wird eng, selbst mit einem Hunderter. Aufgestanden, aber... Don, erzähl nochmal, was gerade passiert ist. Geh nicht auf 10 Meter auf die Viecher ran, bevor du schießt. Boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Er kippt um und steht wieder auf. Krass. Und faustet dich nochmal um. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hat er dich gerade weggehauen? Ja. Mit seinem letzten Atemzug nochmal die Pranke ins Gesicht. Das heißt, es gab jetzt faktisch gesehen keine Punkte. Wenn Mäppchen den noch macht. On my way. Warte, ich markier's dir. Dann sollen wir das für dich zu Ende bringen. Ich meine, du bist ja scheinbar nicht in der Lage dazu, einen Bären zu erschießen. Das ist ja scheinbar echt nicht. Nicht mal mit 9,3 mm. Da, oben. Oh Mann, ich habe gerade ein schwarzes Benzin. Ja, ich brauche jetzt eh nicht mehr rennen. Ey, Hammer, der ist umgekippt und wieder aufgestanden und hat mich weggehauen. Ja, dich verarscht. Hat sich geduckt. Matrix. Echt? Vor allem, ja, er wurde getroffen, blieb halt stehen, sackte zusammen und stand wieder auf. So, die Zeit ist abgelaufen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Was sagt ihr dazu? Jawohl, muss man anerkennen. Das freut mich, dass ihr die Niederlage eingesteht. Wir haben aber die Spuren von dem Bären gefunden, der Don gekillt hat. Und wir hoffen, dass wir den noch finden. Sollten wir das noch hinkriegen, dann werde ich das auf jeden Fall noch filmen. Ansonsten verabschieden wir uns schon mal. Und ja, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Bis denn.